So, da wäre ich wieder mal. Lord Pappnase. Ja, hallöchen Leute, ich war ja ein bisschen weg, aber es hat sich einiges getan in der Gothic Piranha Bytes so whatever Welt. Wir haben einige News, es gibt ein neues Artwork, dann gibt's auch kleine Gerüchte. Risen 1 ist mittlerweile auf der Switch erschienen und ich habe auch noch ein bisschen eigene Sachen im Repertoire. Los geht's! Wir schauen uns zuallererst mal das Artwork vom neuen Mulred an, das THQ schon vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Ich switche mal hier rüber. Und wie ihr sehen könnt, erinnert es eher von der Form her an den in der echten Welt auch vorkommenden Nacktmull. Ich finde das Design ganz nett. Ich mochte aber den dickeren Mulred aus dem Original Gothic irgendwie lieber. Ich wäre aber genauso wie bei den anderen Artworks, würde ich sagen, wir müssen das in bewegter Aktion sehen, um uns da ein vollständiges Bild zu machen. Ansonsten, ich finde es nicht das schlechteste Monsterdesign, was ich bisher gesehen habe. Das war die Blutfliege, aber auch nicht das beste Monsterdesign. Wir schauen einfach mal, was passiert. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, für mich ist er nicht dick genug und mir fehlt dieses leicht pinke, rosane in der Farbgebung. Aber schauen wir einfach mal. Des Weiteren gibt es eine News in eigener Sache. Und zwar habe ich auf meinem Let's Play-Kanal ein Let's Play gestartet von dem Gothic Handy Game. Werdet ihr fragen, was ist das? Kennt ihr vielleicht gar nicht. 2008 wurde zu Gothic 3 ein Handy Game veröffentlicht, The Beginning, und erzählt die Vorgeschichte von Xardas. Schaut da gerne mal auf dem Let's Play-Kanal rein. Es gibt mittlerweile 5 Folgen davon. Morgen kommt die nächste. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da vorbeischaut und den Kanal dort auch abonniert und damit unterstützt. Auf jeden Fall lohnt sich, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Schaut da gerne mal rein. Ich freue mich auf euch. Das Spiel ist so ein bisschen grindy. Also man kann so ein bisschen grinden. Und darauf ist es auch ausgelegt. Aber ich finde das eigentlich auch mal wieder ganz, ganz schön. Ja, ich werde dich vernichten. Oh nein, was soll ich nur tun? Ah, ich schlage dich mit meinen großen Fäusten kaputt. Dung, dung, dung. Ah, ich bin tot. Oh, großer Scavenger, hilf mir. Ich bin schon da und werde den Troll besiegen. Okay, ein bisschen kindisch, aber ich dachte, so ist die Einleitung besser. Und zwar habe ich noch eine kleine Special News für euch heute. Und zwar, kennt ihr vielleicht diese tollen Figuren schon aus meinem Collection-Video? Und der Hersteller hat mir erlaubt, seine Kontaktdaten weiterzugeben. Das heißt, wenn ihr jetzt auch solche tollen Figuren haben wollt, stellt er wohl alle in Handarbeit her. Und ich finde die echt schön gelungen. Troll hat ein bisschen komisches Gesicht, zu 100% passt nicht. Aber die Figur ist trotzdem der Hammer. Und ich meine, schaut euch mal diesen Scavenger hier an, wie cool der einfach aussieht. Wenn ich genug Figuren habe, dann kann ich hier bald einen Tabletop erstellen. Und auch der Sumpfhai ist natürlich richtig, richtig cool gemacht. Ich packe euch die Kontaktdaten natürlich unten in den angepinnten Kommentar. Ihr könnt den lieben Herrn über Discord erreichen. Das ist der liebe Typ. Ich lese ab, damit ich es nicht falsch mache. Von Gothic Game Arts. Sind ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da es sowieso so wenig Gothic-Merch gibt, kann ich euch das nur empfehlen, weil ich finde es richtig geil für die Wohnung, für Sammlerregal etc. Und die Qualität ist auch richtig gut. Und selbst wenn mal was kaputt ankommt, hatte ich hier bei dem Troll zufälligerweise, kann man es ohne Probleme zurückschicken. Versand wird alles vom Gothic Game Arts bezahlt. Überhaupt kein Thema. Neuer Troll kam an. Super zufrieden. Alles super mega geil. Wie gesagt, unten die Kontaktdaten. Schreibt ihn gerne auf Discord an. Außerdem, und das freut mich irgendwie besonders, wurde Risen 1 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Könnt das bei Amazon gerade für 29,99 € kaufen. Ich persönlich habe es mir jetzt mittlerweile bestellt. Ich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich kann nicht sagen, ob es gut ist, ob es irgendwie Probleme macht. Es wurden auf jeden Fall einige Sachen gepatcht laut Patch Notes. Und mich interessiert natürlich vor allem, ob man das Spiel auf der Switch auch immer noch speedrunnen kann. Ich werde wahrscheinlich so eine ganz kleine Kurzreview machen, sobald ich es mal angespielt habe auf der Switch und euch berichten. Kein sonderliches langes Let's Play. Ich werde es wahrscheinlich auf der Switch auch nicht durchspielen, gerade weil mir bei Risen Kapitel 3 und 4 nicht so besonders gut gefällt. Aber zumindest den Ersteindruck möchte ich euch ganz gerne mitteilen.
Und weil wir schon bei Nintendo Switch sind, es gab einen kleinen Teaser, da muss ich kurz in meine Notizen hier rüber, es gab einen kleinen Teaser vom offiziellen Gothic Game Twitter-Account, wo man eine Switch sieht, auf der scheinbar Gothic 2 läuft. Und das wäre für mich persönlich der Hammer, weil ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir so ein portables Steam Deck zu holen, um unterwegs auch oder auf der Couch Gothic zu spielen. Aber falls das jetzt für die Switch kommen sollte, wie das so angeteasert wurde, dann wäre das natürlich der Hammer. Denn die Switch ist nochmal ein bisschen kleiner. Die Frage, die sich da mir beschäftigt, wie sieht es da mit der Modbarkeit aus auf der Switch? Kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich hoffe, da wird es irgendeinen Shop geben, einen Community-Workshop oder sowas, wo man einfach Mods dann einbinden kann. Weil gerade auf dem kleinen Bildschirm von der Switch stelle ich mir manche Aktionen ziemlich schwierig vor. Gerade sowas wie Quick Loot oder Items auf der Karte anzeigen, wie ich es ja im Let's Play auf meinem Let's Play-Kanal mache. Wäre schon ziemlich gut, gerade auf so einem kleinen Bildschirm. Und natürlich auch, wie es mit der Controllersteuerung ist. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Joy-Cons. Ich werde wahrscheinlich dann den Pro-Controller nehmen. Aber auch da werde ich euch dann definitiv, wie bei Risen, berichten, wie sich denn auf der Switch spielt, sobald es da rausgekommen ist. Finde ich auf jeden Fall mega interessant, falls wir Gothic 1 und Gothic 2 auf der Switch sehen würden. Vielleicht sogar wieder mit schöner Verpackung. Also nicht nur per Digital Download, sondern ich würde mich da freuen, wenn wir da eine richtig schöne Verpackung von bekommen. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was ihr von dem Switch-Release haltet. Und dann schauen wir einfach mal, was bei rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren ist sehr gut für den Algorithmus. Und schaut unbedingt auf dem Let's Play-Kanal vorbei. Da geht's richtig ab zur Zeit. Ansonsten macht's gut, ciao, ciao und alles wird gut. Gothic 3. Gothic 3 und viel mehr jetzt neu auf deinem Handy im Jamba Action Abo. Tauche ein in die Fantasiewelt von Gothic 3 und bring die Magie zurück in die Welt. Bekämpfe Orks und Monster. Sende Welt 1 als SMS an 5x3.